Danke. Ja, hallo in die Runde, liebe Medienvertreter und Medienvertreterinnen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem zweiten Spiel der Gruppenphase, was wir zu Hause gegen den FC Brügge verloren haben. Bei mir sind wie gestern schon unser Cheftrainer und unser Kapitän. Und zunächst würde ich unseren Cheftrainer Jesse Marsch einmal um seine Analyse zum heutigen Spiel bitten. Ja, es war eine sehr schlechte erste Halbzeit für uns. Ich war überrascht, dass wir haben so schlecht gespielt haben. Wir haben nicht gute Nutzung mit dem Ball gehabt, zu viele Bälle verloren. Und das bedeutet, der Gegner kann mehr und mehr Druck mit uns machen und gefährlicher sein. Auch vorne unser Tor, wir hatten in den zwei Gegentore, wir haben nicht unser Tor gerettet und nicht mit alles gegeben, sodass dass wir verteidigen und zu Hause eine richtig gute Leistung liefern. So, schwer jetzt für uns und wir haben eine schwierige Aufgabe in dieser Gruppe für Champions League und wir haben es noch schwieriger gemacht. Und auch das Problem jetzt ist, wir sind nicht konstant. Wir spielen entweder sehr, sehr gut oder nicht gut. Und wir müssen mehr und mehr verstehen, wie zu spielen für jedes Spiel und mehr Rhythmus und mehr konstant spielen. Vielen Dank, Jesse. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Üblich bitte ich um kurzes Handzeichen. Stefan Krause von der Bild-Zeitung, bitte. Jesse, du hast es schon angesprochen, es war eine schlechte Leistung. Was hat Sie bewegt dazu, die Fünferkette, die gegen Hertha so gut funktioniert, aufzugeben? War das nur der Angelino-Grund? Guardiola hat zweite Halbzeit gespielt, hätte er vielleicht auch spielen können oder ging das noch nicht? Ja, ich glaube, Angel nicht auf dem Platz, ja, war ein Faktor, aber wir haben nicht den taktischen Plan gehalten. Ja, und wir haben zu hektisch gespielt, aber es kommt, wenn wir müde, weil verlieren wir jeder Ball nach Ball gewinnen oder in Spielaufbau und müssen wir laufen und die Gegner vielmals in vielen Situationen schaffen, wenn sie haben Ball gewonnen oder in Umschalten gespielt. Ja, sehr Unruhe in der ersten Halbzeit. Zweiten Halbzeit, in der Halbzeit, ich habe nur probiert, mit den Jungs zu sagen, bleib ruhig. Spielt simpel, ja, bewegt den Ball, haltet den Matchplan, haltet den Taktik-Matchplan. Und wenn wir haben es gemacht, wir haben mehr in das Spiel gut gespielt und ja, nicht gefährlich genug, aber zumindest haben wir mehr Spielkontrolle gehabt. Ein bisschen schade, dass wir haben nicht in dieser Phase in die ersten 30 Minuten in der zweiten Halbzeit ein Tor gefunden. Und wenn finden wir dieses Tor, vielleicht wir können das dritte Tor finden. Aber insgesamt, die erste Halbzeit tut uns weh. Ingo Hane, Mitteldeutscher Rundfunk in der Mitte. Jesse, wenn wir auf die Spieldaten schauen, dann ist deutlich erkennbar, dass Sie mehr Ballbesitz hatten, vor allem auch in der zweiten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz hatten. Was war so schwierig heute? Warum haben Sie es nicht geschafft, im letzten Drittel noch mal gefährlicher zu werden, auch im 16er? Ich muss sagen, dass auch Brügge hat gut verteidigt und dieser Mann-Decken ist nicht so einfach zu schaffen. Sie machen es sehr, sehr gut. Sie haben es auch gut gegen PSG gemacht. Aber wieder, wenn in der zweiten Halbzeit, wenn wir hatten mehr und den taktischen Plan gehalten und mehr Aktivität gehabt und mehr Qualität mit mehr Qualität gespielt, es war besser. Ja? So, erste Halbzeit nicht gut. Andreas Hunzinger für den Kicker. Eine Frage an Pete vielleicht. Wie hast du das Spiel gesehen und wie siehst du auch jetzt eure Situation in der Gruppe, so wie ihr dasteht? Ja, ich habe das Spiel sehr ähnlich gesehen. Erste Halbzeit, unser Spielaufbau, unsere Aktivität ohne Ball, unsere Sauberkeit mit dem Ball, die Pässe, sehr viele technische Fehler. Also das ist natürlich so gegen eine Mannschaft, die am Andecken spielt. Du musst halt aktiv dich frei bewegen, du musst sauber spielen. Und wenn du einen Spieler frei spielst, dann musst du mit Tempo auf der Kette dribbeln. Wir haben uns ab und zu freigespielt, nochmal zurückgetreten und nach hinten gespielt. Und dann haben wir uns das Leben selber schwer gemacht. Wie gesagt, sehr viele Fehlpässe nach Ballgewinne, immer wieder erster Pass nach vorne auf den Fuß vom Gegner.
und wir haben die einfach stark gemacht. Danach ist natürlich nicht so einfach, alle Situationen zu verteidigen, weil wir nicht in Position sind. Und die haben das gut ausgenutzt. Zweite Halbzeit haben wir, ich glaube, von Positionierung besser gespielt, ein paar bessere Lösungen gefunden, was da gefehlt hat in den letzten Drittel. Bisschen Qualität, bisschen Durchschlagkraft. Es ist natürlich sehr bitter, unsere Situation in der Gruppe ist jetzt nicht einfach. Aber jetzt haben wir zwei Spiele gegen PSG und dort müssen wir irgendwie Punkte holen, dafür, dass wir in den Rennen bleiben. Tom Bachmann, Deutsche Presseagentur. Ja, ich würde die Frage auch gleich mal an Jesse weitergeben. Kann man seriös betrachtet dann noch vom Achtelfinale sprechen oder ist es vielleicht schon Zeit, die Ziele ein bisschen zu korrigieren? Ich weiß, es sind noch vier Spiele zu spielen, aber das war, glaube ich, schon ein Rückschlag heute, der nicht einkalkuliert war. Ja, wieder. Wir haben eine schwierige Situation viel schwieriger gemacht. Das ist, ich glaube, die beste Aussage jetzt. Es ist nicht vorbei, sicher nicht vorbei, aber sehr, sehr schwierig. Uli Krümmer, MZ und RB Live. Piet, noch mal eine Nachfrage. Das Spiel lief eigentlich für euch. Ihr habt 1-0 früh geführt. Wie erklärst du dir dann diese Verunsicherung? Man hat ganz selten so viele Fehlpässe im Spielaufbau gesehen bei RB wie heute. Was verunsichert euch da? Woran liegt es aus deiner Sicht? Ja, gute Frage. Ich glaube, wenn man so ein Spiel beginnt und 1-0 Führung geht und am Wochenende 6-0 gewonnen hat, ist es eine gute Situation, das Spiel nochmal früh entscheiden und vielleicht diese Selbstvertrauen mitzunehmen. Und da haben wir nach jedem Ballverlust uns nochmal runtergezogen und keine Ahnung, also nochmal mehr Selbstvertrauen verloren vielleicht, keine Ahnung. Was wir in dem Fall gebraucht hätten, ist einfach sauberes Passspiel, ein bisschen Ball zu halten und kontrollierter Spielaufbau. Wie gesagt, ich glaube, unsere Freilaufbewegung war nicht aktiv genug, nicht energetisch genug und dadurch hat der Mann mit dem Ball wenige Optionen und dann haben wir zu oft die falsche Entscheidung getroffen. Das ist sehr untypisch. Wieder für uns, wir sind viel sauberer, aber heute, das hat sicherlich Brügge in der ersten Halbzeit stark gemacht, dass wir fast nicht rauskommen könnten. Von unserer Hälfte war jeder gewonnene Ball war in 2 Sekunden wieder weg und so kann man einfach kein Spiel gewinnen, dass wir dann 2-1 hinterliegen in der Halbzeit, ist automatisch nach so eine Leistung und zweite Tor hätten wir auch nicht bekommen müssen. Wäre vielleicht anderes zweite Halbzeit dann, wenn es 1-1 bleibt, aber so war das natürlich brutal schwer danach. Letzte Frage kommt von Tom Bachmann für die Deutsche Presseagentur. Nochmal an Jesse. Sie haben gerade gesagt, es fehlt die Konstanz. Aber ist es für Sie erklärbar, wie man dann so zwei Gesichter zeigen kann, wie gegen Hertha und jetzt dann hier in der ersten Halbzeit, obwohl man führt, wie Pietz gerade gesagt hat? Wie ist das erklärbar? Ist das greifbar? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und das war das Gespräch in der Kabine mit dem Trainerstab ein bisschen. Wir müssen überlegen, was ist unsere beste Gruppe und vielleicht mehr investieren jetzt mit einer Gruppe, das versteht, was wir wollen. Aber ich sage, der Kader ist gut und stark. Und wenn wir machen einen taktischen Plan mit Prinzipien, nicht so anders von einem Spiel zu einander, wir erwarten bessere Leistung in jedem Spiel. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Mach sicher, dass wir haben Klarheit auf dem Platz für jedes Spiel und dass wir treffen die richtigen Entscheidungen für welche Spieler solltet in jedem Spiel spielen. Ich kann sagen, erste Halbzeit, es war sicher nicht gut genug und ich muss erst mit selbst schauen, und was die Entscheidungen waren und was machen wir für nächstes Spiel. Dann herzlichen Dank allen, einen schönen Restabend, eine gute Nacht, bis bald. Danke.